Hallo und herzlich willkommen, liebe Kundinnen und liebe Kunden der Goldinvest. Hallo, liebe Freunde der Goldinvest. Und diese Woche ein ganz besonderes Hallo an alle Eltern, die nächste Woche ihre Kinder einschulen. Schulbeginn steht vor der Tür. Ich sitze noch ganz entspannt im Liegestuhl. Ich kann aber ganz entspannt im Liegestuhl sitzen, denn ich habe die Schultüte bereits vorbereitet. Eine Schultüte, über die ich mich als Kind mit Garantie auch gefreut hätte. Es ist eine sehr gesunde Schultüte, eine Schultüte ohne viel Kalorien, ohne viel Zucker. Also was Gesundes vor allem für die Zukunft ihrer Kinder. Denn Sie sehen, wir haben diese Schultüte perfekt und bestens bestückt und ausgestattet. Sie erinnern sich vielleicht aus den vergangenen Videos. Die Mitzi ist dabei, der Franzi ist dabei, ein Philharmoniker in Silber, wahrscheinlich da hinten ein Philharmoniker, jawohl, ein Philharmoniker in Gold ist dabei und da wahrscheinlich noch diverse große und kleine Münzen, ich werde es nicht alles auspacken, jawohl, Sie sehen ein großer Dukaten, ein kleiner Dukaten, alles dabei. Ja, das ist natürlich die Schultüte für die ganz braven Kinder oder für die sehr guten oder hoffentlich zukünftigen sehr guten Schülerinnen und Schüler, die nächste Woche starten. Und keine Sorge, liebe Eltern, wir wissen, dass Kinder manchmal stressig sind und der Schulstart vielleicht schwierig ist. Ich packe Ihnen gerne noch einen Beruhigungstrink mit in die Schultüte, damit Sie besser schlafen und durch die ersten Wochen kommen. Ich darf es wieder verschließen. Sie dürfen gerne mit Ihrer Schultüte vorbeikommen. Die Schultüten an sich haben wir leider nicht, aber Sie dürfen gerne Ihre Lehre bringen. Wir bestücken und befüllen Sie gerne. Wir verpacken Sie auch gerne. Und wir beraten Sie natürlich, was immer das Beste für das für Ihre Kinder ist. Oder stehen mit Rat und Tat und Ratschlägen zur Seite. Wir freuen uns somit auf Ihren Besuch. Noch einmal alles Liebe und einen wunderbaren ersten Schultag mit Ihren Kindern und bis dahin alles Liebe und Gute. Baba.